Für mich sind Gurken aus dem eigenen Garten eine wunderbare Erfrischung an heißen Sommertagen. Sie schmecken einerseits viel besser als die aus dem Supermarkt, viel intensiver und auch manchmal süßer. Daraus kann man wunderbare Gurkensätze oder auch eine Gurkensuppe machen und sie sind ja dementsprechend leicht verdaulich, was ja an heißen Sommertagen ja besonders zu empfehlen ist. Damit wir auch mit einer reichen Gurkeernte rechnen können, gibt es einiges zu beachten. Von daher gibt es hier in dem Video einige Tipps und Tricks und auch Methoden, wie ihr erfolgreich Gurken anziehen könnt, was ihr auch dann später auch an Kürbisse, Zucchinis und Melonen anwenden könnt, also Kürbisgewächse im Allgemeinen. Bevor wir die Samen unter die Erde bringen, müssen wir uns erstmal im Klaren sein, welche Art von Gurken wir zum Beispiel anbauen möchten. Also möchten wir einige Gurken anbauen oder Schlangengurken und da auch wieder anschauen, welche Sorten auf welches Klima dann angepasst sind. Zum Beispiel bei mir im Anbau habe ich die einige Gurke Die Russie. Wie der Name schon sagt, kommt die aus Russland und die beliefert mir zum Beispiel seit 2 Jahren bis in den Oktober hinein noch mit Gurken, während halt die anderen Gurkenpflanzen zum Beispiel im Gewächshaus oder im Folientunnel schon langsam einheitliche segnen, versorgt die mich mit wunderbaren Einlegegurken, die man auch dann später für den Winter einmachen könnte. Anderes Beispiel die Melonen, da habe ich extra frühe Sorten, die bei uns aneinander der Klimazone angepasst sind und dann, wenn es mal nicht so ein guter Sommer ist oder es mal früher zu einem Frost kommt, dass sie dann trotzdem noch voll ausreifen können. Als Beispiel habe ich hier die polnische gelbe Janosik oder als Zuckermelone die Olivie. Von daher mach erstmal Nachforschungen zu den einzelnen Sorten und pick dir dann die entsprechenden raus nach deinen Klimazonen, was du mit denen machen möchtest, ob du die einlegen oder einwecken möchtest und so weiter. Also auch hier deinen Verwendungszweck von diesen Sorten mit berücksichtigen, was deine Vorlieben sind. Und dann schaust du auf die entsprechende Qualität von dem Saatgut. Ich würde hier auch auf samenfestes Saatgut empfehlen. Zum Beispiel auf meiner Saatgutliste findest du einige Sorten, die ich hier jedes Jahr aus meinem Permakulturprojekt nehme. Der Zeitpunkt bei den Gurken bzw. bei den Kürbisgewächsen ist auch ein sehr wichtiger Faktor, der natürlich davon abhängt, wann du die Pflanzen heraussetzen kannst und dementsprechend auch von deinen Klimabedingungen. In der Regel tut man die Pflanzen 4 bis 6 Wochen vorher vorziehen, damit man halt hier einen strukturierten Ablauf hat und hier auch wirklich den Frost vermeidet. Nehmt für Kürbisgewächse wie Gurke, Melone, Kürbis und Zucchini Töpfe, die groß genug sind. Ich würde Töpfe empfehlen, die mindestens 10 x 10 x 10 umfassen. Das macht ihr, weil diese Art der Pflanzen sehr wuchsfreudig sind und wenn ihr die dann zum Beispiel versucht zu pikieren und dabei ihre feinen Wurzeln beschädigt, dann können sie euch das ganz schön schnell übel nehmen. Und dann noch 2 Tipps von meinem Vater, legt mindestens 2 bis 3 Samen in den Topf hinein, damit ihr wirklich die höchste Wahrscheinlichkeit habt, dass auch wirklich jeder Topf mit der Pflanze bestückt ist und dann habt ihr eventuell nochmal eine Ablenkung für Schnecken, weil hier eine Pflanze wahrscheinlich schwächer sein wird, doch die Samen 24 Kürbisgewächse sind im Allgemeinen sehr wuchsfreudig, deshalb würde ich mit der Voranzucht von den Kulturen nicht zu früh anfangen. Nicht, dass ihr im Haus dann immer wieder eure Pflanzen umtopfen müsst, weil sonst bremst ihr das Wachstum von euren Pflanzen. Das ist ja nicht der Sinn der Voranzucht, das soll ja hier fließend übergehen. Das heißt, hier einfach 4 bis 6 Wochen den Samen in die Erde bringen und dann einfach zu dem richtigen Zeitpunkt dann die Pflanzen dann optimal reinbringen. Und hier ein Tipp von meinem Vater aus der alten Schule. Nice. Gurken, Zucchini, Melonen oder Kürbissamen 24 Stunden vorher in Wasser einlegen, damit die dann schneller keimen können. Das Substrat sollte nährstoffreich, voller Leben, locker, durchlässig sein, weil zum Beispiel die Gurke ist eine Diva, die mag es nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken. Man muss halt hier den Mittelweg finden und wenn halt die Erde zu dicht ist, dann bilden sich die Wurzeln viel zu schlecht aus und die Wurzeln können auch faulen und das ist besonders bei Kürbisgewächsen, die an den Wurzeln sehr empfindlich sind, besonders dramatisch. Also schau nach einem lockeren und humusreichen Boden auch später für die direkte Freilandauspflanzung, damit auch hier zum Beispiel Krankheiten wie Mehltau minimiert werden. Gurken und Kürbisgewächse mögen es recht warm, von daher schau, dass die Kammertemperatur ungefähr bei 18 bis 30 Grad. Auch hier mit den entsprechenden Lichtverhältnissen arbeiten, damit ein Gallwuchs vermieden wird. Welche Größe sollen unsere Pflanztöpfe haben, damit Gurken und andere Kürbisgewächse optimal wachsen können? Und hier unterscheidet sich es ganz stark von Tomaten zum Beispiel. Die habe ich in einer riesigen Schale ausgesät und auch pikiert. Das ist auch gut und wichtig, dies bei Tomaten zu machen, damit die halt an einem Stamm, wenn ich die dann pikiere und tiefer setze, Seitenwurzel bilden. Bei Gurken und Kürbisgewächse ist das anders. Die können einen pikieren oder wenn du die Wurzeln zu stark beschädigst, dir das übel nehmen, dadurch auch eingehen. Ich nutze hier Pflanztöpfe, die 9x9x9 sind, damit auch die Pflanze hier genug Platz hat, um einen schönen Wurzelballen zu bilden. Mein Vater hat mir auch den Tipp gegeben, wieder von der alten Schule, dass man mehrere Samen in einen Topf reingibt, einfach um zu vermeiden, dass man jetzt hier
keine leeren Töpfe in der Voranzucht hat und die dann hier unnötig gießt, sondern einfach hier 3 bis 4 Samen reintut, die alle auch wachsen lässt und dann bei der Auspflanzung sieht man, welche Pflanze sich durchgesetzt hat und welche am stärksten ist. Die anderen reißt man eventuell weg. Oder man nimmt die schwächeren Pflanzen, die sich nicht durchgesetzt haben, pflanzt die mit ein und wenn man ein Schneckenproblem hat, dann gehen halt die Schnecken in der Regel zuerst auf die schwächeren Pflanzen und so hat dann eure starke Pflanze, die ihr hochziehen möchtet, nochmal zusätzlich Zeit, um sich zu verfestigen und dass die Schnecken da kein Interesse an dieser Pflanze hatten. Sobald die Pflanzen groß genug sind und das Wetter auch bei dir mitspielt, dass du sie auch ins Freiland zum Beispiel raussetzen kannst, schau auf eine gute Bodenbearbeitung, das heißt, hol dir einen humusreichen, lockeren Boden oder schaff ihn dir. Halt da auch das ganze Beikraut weg. Wenn du mulchst, hast du sowieso das Problem nicht, was ich ja bei mir habe. Dadurch habe ich einen lockeren und humusreichen Boden voller Leben. So ist auch eine gute Drainage gewährleistet, damit es der Gurke nicht zu feucht wird. Und das kannst du ja auch alles in der Vorbereitung, so ein paar Wochen bevor du die Gurken reinsetzt, auch mit einem Mist mit aufbessernden Bodenqualität oder auch Kompost, was ich da nur jedem wärmstens empfehlen kann. Das kann man jetzt schon machen, im März zum Beispiel. Und wichtig ist auch der folgende Punkt, damit ihr keine bitteren Gurken bekommt, ist die regelmäßige Bewässerung. Hierfür gieße ich meine Gurken alle 2 Tage und da ist halt auch der große Unterschied zu Tomaten zum Beispiel, die ich vielleicht jede Woche einmal, wenn es richtig heiß ist, gieße oder alle 2 bis 3 Wochen, wo ich dann einfach noch gucke, ob sie Wasser brauchen oder nicht, damit die halt hier tiefere Wurzeln bilden können, weil da werden auch die Früchte in der Regel nicht so wässrig, sondern auch mehr süßer. Ist halt bei den Gurken nicht der Fall. Die Pflege ist auch nicht zu unterschätzen, damit die Pflanzen vital bleiben. Die Pflege ist auch ein wichtiger Punkt, damit die Pflanzen vital und ertragreich bleiben. Also entfernt halt zum Beispiel schlecht aussehende große Blätter, wo ihr merkt, die fangen an Mehltau zum Beispiel zu bekommen oder Früchte, die vorzeitig abgestorben sind. Gibt den Gurken auch genügend Platz, nicht damit die zu dicht stehen, damit auch hier zum Beispiel eine Schimmelbildung vermieden wird. Und der letzte Punkt, eine große Ernte einzufahren, ist halt regelmäßig ernten. Je öfter ihr die Gurken beerntet, desto mehr Früchte wird sie ausbilden. Besonders am Anfang solltet ihr auch schon die kleinen Früchte abmachen, habt den kleinen Snack, wenn sie auch noch nicht so groß sind, die Früchte. Aber so hat die Pflanze wieder einen neuen Ansporn, größer zu werden, neue Triebe zu bilden und neue Fruchtblüten. Um eine Riesenernte bei Kürbissen zu bekommen, pflanzt ihr einen Mist- oder Komposthaufen. Mai seit Jahren, die Pflanzen wuchern ohne Ende, große Früchte und haben auch überhaupt gar keine Probleme bis in den Herbst hinein mit Mehltau. Jetzt steht der erfolgreichen Gurken-, Melonen-, Kürbis- oder Zucchini-Ernte nichts mehr im Weg. Wenn ihr dieses Video Mehrwert gegeben hat, freue mich gerne über einen Daumen nach oben. Gerne auch in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen du jetzt mit dem Kultivieren von Kürbisgewächsen im Allgemeinen hast. Und schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, da findest du noch weitere Informationen, wie du zum Beispiel zu einem Permakulturgarten kommst, da habe ich 2 neue Blog-Einträge zum Beispiel gemacht, auch wie du zum faulen Gärtner wirst und Humus aufbaust, habe ich auch Videos dazu gemacht, werde ich auch hier an der Seite mit verlinken in der Endkarte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Permakultur oder auch Gesundheit. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.